Servus Manu, bei Nordanerland Offshore. Ich habe euch ja letztens erzählt, dass wir zu den Dünenwald gehen. Darum bin ich halt einfach mal kurz auf Stand, wie es losgegangen ist. Also nachdem ich, ich glaube 2001 angefangen habe mit Tilidin gegen meine Schmerzen anzugehen, ging das lange Zeit nicht. 2015 ungefähr war das, dass ich nicht mehr wusste, wo hinten vorne ist. Da hatte ich dann einen ganz massiven Schub von den Fibromyalgien. Bis dahin hatte ich einige Untersuchungen hinter mir, damit ich auch überhaupt erfahren habe, dass ich das habe. Und habe halt nach Leitlinie einen Versuch gestartet, schon 2003. Die Leitlinie sagt, man soll Tramal nehmen und ein mildes Psychopharmaka, ne, gegen Depressionen, ein Antidepressiva ist das, um ein Schmerzgedächtnis neu zu modellieren. Das habe ich ausprobiert, hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe es Tramal gleich nicht vertragen, war da arbeiten, an dem einen Tag, wo ich es genommen habe, dachte halt, ich werde nicht mehr, ich habe komische Optik geschoben und war halt ganz seltsam. Das mag mit dem zusammenhängen, was ich halt früher gemacht habe, als ich es mal gespritzt habe. Vermutlich in meiner Junkie-Zeit daher kommt das. So, also habe ich auch das Psychopharmaka wieder abgesetzt. Von dem habe ich überhaupt Albträume gekriegt und war ganz schlecht drauf. Also es war nicht besonders stimmungserhellend für mich oder aufhellend, sondern eher das Gegenteil. Ich war ständig depressiv drauf, habe depressive Phasen gehabt und so, und dann habe ich gesagt, okay, nee, geht nicht, habe das wieder abgesetzt. Dann war ich halt wieder bei meinem Arzt und habe gesagt, ich habe eine Idee, stimmungsaufhellend und ein mildes Opiat, nehme mal Tilidin. Ja, es wirkt bei mir stimmungsaufhellend leicht und antreibend, Antrieb. Ja, ich bin halt dann mehr speedy drauf, als wie das was bei den meisten Leuten ist, dass sie müde werden. Also, ich habe genommen in Tropfenform damals. Das war 2003, 2004 ungefähr. Und das hat mir auch gut getan. Also, ich bin die ganze Zeit schmerzfrei gewesen, weil ich immer so ein Pumpspray gehabt. Erst habe ich tropfenweise gehabt, dann gab es ein Pumpspray, so zwei Hüte unter die Zunge und dann war es sofort da. Es war ein richtiger Kick. Ja, ich habe manchmal extra lange gewartet, bis es da runtergeht, dass ich so richtig Schmerzen habe, weil der Kick so geil war. Aber nur am Anfang, ja, dann habe ich da aufgehört damit. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, aber das war die Zeit, als in Berlin, in Neukölln ganz viele arabische Jugendliche sich das eingepfiffen haben, anstelle von Drogen. Ja, die waren dann gläubig und wenn es ein Medikament ist, ist es keine Droge. Und wenn es keine Droge ist, dann ist es irgendwie bei ihnen auch erlaubt. Irgendwie so. Sie haben sich halt das Zeug eingepfiffen und wenn dann einer festgenommen werden sollte, hat er sich halt tierisch gewehrt und hat halt diese ganzen Schmerzmaßnahmen, die sie wohl machen, die Polizei, wenn sich einer wehrt, hat ihm halt nichts ausgemacht. Wenn sie die Arme verdreht haben, hat der sich halt trotzdem wie ein Stier, weil er hat halt keine Schmerzen gespürt. Also sind wir hergegangen und haben das Ganze unter BTMG gestellt. Du brauchst ein BTM-Rezept, wenn nicht du in Tropfenform haben willst. Mich hat es nicht getroffen, weil zu der Zeit war ich schon in der Charité in Berlin, mit der großen Klinik, und bin da durch sämtliche Abteilungen durchgegangen gewesen und welche Abteilung war, dass sie für Schmerzen zuständig sind und um Leute in Narkose zu legen. Auf jeden Fall hat der mir bestätigt, dass Tilidin mir gut tut und dass man das doch eher in retardierter Form geben soll, dass ich nicht immer dieses Auf und Ab habe. Das würde halt suchtfördernd, nein, oder abhängigkeitsfördernd. Ich soll das retardiert nehmen, dann bin ich durchgehend schmerzfrei und dann war ich schön. Ja, mit dem schrieb ich zum Arzt wieder zurück und der hat sich dann bereit erklärt, ja, verschreibe ich da einmal im Monat, ist kein Ding. Das ging ja jahrelang gut. Ja, ich habe neue Arbeit gefunden, habe halt da mit dem ganzen Stress umgehen gelernt, das konnte ich von früher her noch, aber ich hatte endlich wieder die Energie, überhaupt was zu machen. Weil die Schmerzen und die Fibromyalgie ist so, wenn du recht viele Schmerzen hast, einen großen Schub hast, dann machst du nicht viel. Ja. Du brauchst deine ganze Energie, um gegen diese Schmerzen anzugehen. Als wenn du dann ein Schmerzmittel nimmst, das dir die Schmerzen nimmt, ist diese Energie übrig.
Ja? Und diese übrige Energie habe ich dann nutzen können, um arbeiten zu gehen. Bei meinem letzten Arbeitgeber ist das aber dann so, bei meinem vorvorletzten Arbeitgeber war halt das dann einmal so, dass ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Der Druck von der Firma, das alles war alles zu viel für mich. Ne? Und ich habe trotz, dass ich auf 600 Milligramm Titulin schon war, Schmerzen gehabt wie blöd und habe dauernd so einen Durchhänger, mir ging es nicht gut und dann dauernd die Chefin mit noch mehr Druck. Und dann dachte ich, ey, jetzt muss ich die Reißleine ziehen. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, der hat mir empfohlen, den Job zu kündigen, habe ich gekündigt. Ja, da musste ich mit meiner Chefin damals dann nochmal streiten ohne Ende. Die wollten mich erst 6 Monate lang nochmal halten mit einer obskuren Kündigungsfrist, die überhaupt nicht gültig ist. Ja. Und dann habe ich mich halt da auf 4 Wochen eingelassen. Bin dann von dort aus in einen Grow-Shop, weil ich gedacht habe, vielleicht körperlich, da kann ich was rauchen nebenbei. Dann ist das alles nicht so schlimm, halte ich das aus. Ja, aber die erste Maßnahme, die der neue Chef dann gemacht hat, bei uns darf man nicht kiffen und wer was dabei hat, wird dann sofort rausgeschmissen. Also wer erwischt das Kiff, fliegt raus. Weil Angst hat natürlich, dass man Polizei kommt und wir erwischen uns dann mit Zeuge, dass der da richtig vollen offen ist. Kann ich verstehen. Ja. Das Körperliche war für mich sowieso doch nicht so gut. Ich habe dann abgenommen, weil mein Arzt meinte, ja, vielleicht liegt es an meinem leichten Übergewicht. Hat ein bisschen eins, aber habe ich ja dann abgenommen. Dann war dem seine Frau aber so eine Sklaventreiberin, dass sie an einem Freitagnachmittag, geiles Wetter, wegen irgendeinem kleinen Fleckchen, was der Kollege nicht weg, und hat einen riesen Aufstand gemacht hat, und hat da auch wieder gekündigt. Dann habe ich aber wieder einen guten Job gefunden gehabt, der war okay, da konnte ich auch meine Medizin nehmen. Ja, dann habe ich angefangen, mit meinem Arzt hatte ich dann schon 2016, weil ich habe gemerkt, dass man das Cannabis wird. 2016 habe ich zu ihm gesagt, okay, ich brauche eine Erlaubnis, ja, es ist wohl möglich, ob er mit mir den Antrag stellt. Hat er gemacht. Dann stellte er mit mir diesen Antrag, ich habe mich halt vorher informiert. Bei Maximilian Plenert, beim Deutschen Handverband, beim ACM und beim SCM, also Arbeitsgruppe Cannabis als Medizin und bei der Selbsthilfegruppe Cannabis als Medizin, habe ich das alles gewälzt und mich schlau gemacht und mir die Sachen zusammengesucht, was für meine Erkrankung zutrifft und bin mit den Sachen zu meinem Arzt, habe dem diktiert, was er schreiben soll, weil er halt selber überhaupt keine Ahnung gehabt hat, wie man so einen Antrag stellen könnte. Dann haben wir uns die Zeit genommen und haben das gemacht. Ja, nach ein paar Wochen, wie ich ihn schrieb, Erlaubnis bekommen. Moment, ich zeige euch dir mal. Ja, habe ich mir vorne an der Tür hin. Weißt du, hier, Erlaubnis. Hm. Ja, der Rucksack, der steht halt dann drauf, welche Zutaten und sowas. So. Dann habe ich mit dem neuen Job, mit dem Gehalt, was ich da verdient habe, mir meine Monatsration fast leisten können, selber. Ja, mein Arzt hat mir halt dann nicht so verschreiben müssen, ich brauchte keine Rezepte mehr, gar nichts mehr. Ich konnte mit der Erlaubnis liegen in die Apotheke, habe die vorgezeigt, habe gesagt, ich möchte so und so viel von der und der Sorte haben, habe das Geld hingelegt und bin wieder gegangen. Dann hat ja die Regierung einstimmig beschlossen, Cannabis als Medizin abzugeben, dass das jeder auf BTN-Rezept verschreiben kann, außer ein Zahnarzt oder ein Tierarzt. Ja. Frauenärzte, Fachärzte, Hausärzte, jeder darf das verschreiben, wenn er glaubt, dass Cannabis hilft. So. Es ist aber so, dass die Preise von heute auf morgen verdoppelt worden sind. Ja, die haben jetzt plötzlich irgendwelche Regeln eingeführt, dass das doppelt so teuer ist wie vorher. Ich konnte mir das nicht mehr leisten. Und habe mangelhafte Leistung gebracht in der Arbeit. Ja, das kann kein Arbeitgeber, kann so jemanden gebrauchen. Also bin ich halt dann auch mal krank geworden. Ja, dann war ich lange krank geschrieben, dann kam die Kündigung, dann musste ich nochmal einen Streit haben vor Gericht, wegen also Sachen, die halt dann nicht gepasst haben. Dann bin ich halt dann aufs Arbeitsamt gegangen, nachdem ich über ein Jahr krankgeschrieben war, als das Krankengeld ausgefallen ist. Die haben mich ausgesteuert dort, ja, erstmal,
aber haben gesagt, sie brauchen halt noch ein paar Unterlagen, um sie beieinander habe, sage ich, halt ALG2 gehabt. Das habe ich gemacht, Gott sei Dank. Weil als ich ALG2 dann bekommen habe, ja, und ALG1 auch, obwohl ich heute nur noch 30 Stunden arbeiten kann, ist mein ALG1 zu, was ich ja krieg, so klein, dass ich noch ein bisschen was ALG2 oben drauf habe. Unglaublich, ja, krass. So weit bin ich schon abgerutscht. Jetzt ist es aber so, dass halt ich mir beim Arzt nochmal gesagt habe, hey, Herr Doktor, machen wir doch nochmal einen Antrag auf Kostenzusage. Ja. Dann bin ich vorher noch in der Klinik gewesen, in einer, ja, dann mache ich extra wieder dazu. Das hänge ich dann hier oben dran. Da geht es dann um die Klinik am kleinen Wannsee. Ja. Das ist eine naturheilkundige Klinik, weil da ja die Ärzte gemeint haben, wir haben da nicht alles gemacht. Habe ich mich da angemeldet, da geht es um auch Fibromyalgie, um Rheuma, um alle möglichen Schmerzerkrankungen, chronische Schmerzerkrankungen, die man da hinkommt. So, und dann war ich noch beim Arzt in Neukölln, der eigentlich Abhängige in seiner Praxis hat, der Donarzt, aber gleichzeitig ist er auch noch ein normaler praktischer Arzt. Und könnte mir das praktisch mit mir zusammen auch Kostenzusage beantragen. Der wollte aber nicht. Der hat zu mir gesagt, hör, pass auf, ich habe einen anderen Patienten schon gehabt, da war schon das auch so sehr schwierig, ob er das bekommt oder nicht. Der hat mich aber so gekniet und hat gekämpft drum, und dann gesagt habe, okay. Und der hat mich dann als Sachverständigen vor Gericht geschliffen wegen einer ADHS-Erkrankung. Aber da ist er gar kein Sachverständiger, was diese Erkrankung betrifft. Und er hat richtig viel Überzeugungsarbeit leisten müssen und da hat er keinen Bock drauf. Das ist viel zu viel Arbeit. Das zahlt ja keiner. Was ich verstehen kann, ja klar, zahlt alles keiner. Das Problem ist aber, was soll ich denn da jetzt machen? Was kann ich denn da dafür? Was hat denn das mit mir zu tun? Ich will ja gar nicht vergeben. Ich will ja nur Kostenzusagen beantragen. Ja? Und von ihm wollte ich ja nur eins haben. Eine Bescheinigung, dass ich nicht Tilidin abhängig bin. Warum? Weil die in der Naturheilkunde gesagt haben, sie sind eher nur Tilidin abhängig. Ja, und überhaupt nur Suchterkranken, die haben gar keine Schmerzen oder irgendwas. Nein, sowas nicht, aber zumindest mit den Opiaten meint sie, es ist nur Abhängigkeit. Und als ich dann beim Arzt war, bei ihm eben, ja, und ihm gesagt habe, nee, ich will das alles ja gar nicht, sondern nur das, hat er mal dann Bescheinigungen ausgeschrieben, dass ich Cannabis abhängig bin. Und der reicht mir auch. Ja. Weil er mir das so erklärt. Wenn du abhängig bist oder süchtig bist nach irgendwas, dann steigerst du unwillkürlich die Dosis. Du musst immer mehr haben bis zu einem bestimmten Punkt, ja? Und dann wird es immer öfter. Du kapselst dich total ab von allen anderen und dann willst du auch, es dreht sich alles nur noch darum. Ja? Also, ist das so bei dir? Ja, nein, ich nehme genau das, was mir der Arzt verordnet hat. Nicht mehr, nicht weniger. Ja? Ich habe sogar mein Tilidin reduziert. Ich bin von 600 runter auf 150 am Tag. Zu diesem Zeitpunkt in der Klinik. Ja, mittlerweile bin ich wieder auf 300, weil ich das Cannabis auch wieder so reduzieren lassen. Dann hatte ich ja noch zusätzlich Migräne und unruhige Beine. Und da hilft mir das CBD, was ich da in der Klinik ausführen will. Das ist wunderbar, alles toll. Ja, Hammer. Aber kann ich mir auch nicht leisten. Dann sagen die mir, raten die mir, naja, es gibt ja auch ohne Rezept etwas zu kaufen und es hat dann so mehr müssen dann halt richtig, nee, stopp. Wenn Sie als Arzt mir das verordnen, und dann möchte ich das auch von meiner Kasse, oder? Also, habe ich ihn überzeugt, sagt er, gut, du hast die Sachen alle beieinander, machen wir einen Termin. 6 Wochen habe ich auf diesen Termin gewartet, ja, dann komme ich da hin. Dann lächelt er mich so komisch an und dann fängt er an, mit so Sachen, so Fragen zu stellen, von wo ich sofort wusste, das mag er nicht mehr. Da gibt es einen Lust, Herr Doktor. Ja, also wissen Sie, ich glaube nicht an ein Volk und dann müssen wir ja da klagen. Und fängt er genauso an wie der andere. Also, dann haben die 100% miteinander gesprochen. Plötzlich, ja, er verschreibt es weiterhin, aber nur privat. Es ist ihm zu viel Aufwand, zu viel Arbeit. Das Ganze schriftlich mit mir nochmal zu beantragen. Er möchte nicht die Kostenzusage beantragen.
weil erstens es angeblich zu teuer wäre, diese Blüten, und es dann auf ihn zurückfällt, obwohl ich eine Zusage von einem anderen Arzt habe, der Methadon verschreibt und deswegen bei diesen Betäubungsmittelrezepten nicht diese Limitierung hat, dass wenn ich die Kostenzusage habe, das erst mit verschreibt. Aber ich schwöre, auch das würde der nicht mehr machen. Ja. Ich will jetzt nicht erzählen, welche Gerüchteküche, dass ich gehört habe, wo dieser Arzt, mit wem der so verbandelt ist und wer was mit wem hat, weil diese Geschichten stimmen wahrscheinlich alle gar nicht. Und die will ich ja gar nicht ins Feld führen. Aber dass die einen Eid geleistet haben und dann jemanden so hängen lassen, das ist schon echt exorbitant zum Kotzen. Aber egal. Ja, Berlin ist ja nicht Berlin, hätte nicht noch eine Option. Es gibt hier ein Schmerzzentrum. Ja, und da habe ich einen Termin im Juli, am 17. Und da werde ich hinfahren, weil die damit werben, dass sie Menschen unterstützen bei der Kostenzusage und dass man halt von dort aus dann auch Medikamente erhält. Und wenn ich bei denen auch nochmal in diese blöde Klinik muss und von mir aus nochmal Psychopharmaka fressen muss, spätestens bei meinem epileptischen Anfall, dann werden sie mich in Ruhe lassen und mir helfen bei der Kostenzusage. Ja. Und dann werde ich das allererste Mal in meinem Leben meinem Arzt sagen, dass ich nicht mehr komme. Und dann werde ich echt, ich bin echt enttäuscht von dem, das glaubt es ja gar nicht an. Echt Hammer. Ich gehe da jetzt hin seit 1999 in diese Praxis rein. Da hast du jede blöde Kackuntersuchung habe ich mitgemacht, wo er da was in der Kasse bringt, was kriegt. Weil er echt überarbeitet ist, aber voll der soziale Arzt und so weiter. Ja. Aber ist immer brechend voll bei dem. Und er findet keinen zweiten Kollegen und nichts, aber das ist doch alles nicht das Problem der Kundschaft. Oder? Ich weiß ja gar nicht wirklich was dafür, dass es im Sparen liegt und an der Mordler und an dem Gröhe vorher. Dass es an den Leuten liegt, dass sie nicht wirklich wollten, CDU, CSU. Dass sie einmal noch versuchen, den Leuten das Leben schwer zu machen. Weißt du, da gibt es ja jetzt so ganz toll, haben sie gesagt, hey, wir haben ja jetzt hier eine präsentative Zahlen von der B-Farm. Ein Scheiß haben sie, weil da sind nur die mit der Kostenzusage drin. Aber die ganzen, die es privat beziehen können, sind da nicht mit dabei. Und die Leute, die wie ich, die was zerbröselt, weil sie halt zwar einen Arzt hätten, der es verschreibt, aber mit der Kostenzusage Probleme haben. Oder hätten sie Kostenzusage, finden sie keinen Arzt. Das ist so unglaublich, hey. Weißt du, das kotzt mich wirklich an, Leute. Okay, das war's für heute. Das nächste Video zu diesem Thema mache ich, wenn ich dann bei dem Schmerzzentrum war und ich euch da ein bisschen was Neues dazu erzählen kann. Ja. Ansonsten, wer sich interessiert, was Fibromyalgie eigentlich ist, dafür mache ich extra noch ein Video. Bis dahin, peace out.